Hi liebe Leute, ich bin's, Marc von Ride First, der Bikeschule und den YouTube-Kanal. Ja, heute geht's um das Thema, diese Bikepark-Fehler als Anfänger, Beginner sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und wir fangen mal ganz klassisch an mit der Nummer 1, und zwar don't skip the basics. Das heißt, auch wenn man Anfänger ist in Sachen Bikepark, sollte man sich fahrtechnisch vorher dafür wappnen. Sprich, die Grundposition, dass man gut zentriert auf dem Rad steht, ausbalanciert auf beiden Pedalen. Das kann man alles zu Hause schon gut auf einfachen Trails machen, die Balance trainieren. Ich verlinke unten mal die passenden Videos und Videolektionen, die wir dafür gemacht haben, mit den Übungen, die ihr wirklich einfach vor der Haustür machen könnt. Wenn man nämlich als jemand, der schon sein Leben lang vielleicht Fahrrad fahren kann, aber auf dem Mountainbike noch Anfänger ist und dann quasi auch Bikepark-Anfänger ist und man geht auf einen Flow-Trail im Bikepark, kann es auch relativ gefährlich werden. Zum Beispiel Anliegerkurven sind so ein Thema, wo wieder immer schwere Stürze passieren. Deswegen auch natürlich die Kurventechnik trainieren. Arbeitet an den Basics, bevor ihr wirklich auf eine Bikepark-Strecke geht. Ihr könnt ja mal zu Hause schauen, ob ihr vielleicht einen Pumptrack oder irgendwas in der Richtung da habt. Auch da kann man schon zu Hause gut sich vorbereiten, bevor man dann auf den richtigen Berg mit den richtigen Strecken und dem Lift geht. Okay, was kommt jetzt? Gelbes Schild, ein Drop. Ah, okay. Also, Klassiker-Ding ist, wenn man in einem Bikepark ist als Anfänger, dann kennt man ja in der Regel die Strecken nicht. Und diese mangelnde Streckenkenntnis kann auch gefährlich werden, indem man halt in Passagen reinfährt, wo man, keine Ahnung, normale Passage erwartet. Auf einmal kommt da doch ein blinder Drop oder irgendwelche Holzbretter, wo man auch von der Seite runterfallen kann. Das heißt, entweder nimmt man sich einen Coach, Guide oder Kumpels, die den Bikepark schon gut kennen, und geht dann dahin, dass man sich wirklich genau einweisen lässt, welche Strecken sind für das Level geeignet als Anfänger, Beginner. Und manchmal gibt es auch Strecken, die sind primär voll gut für das Anfängerlevel geeignet, aber da kommt eine sehr doofe Stelle, wo man die eine Linie links vorbeifahren muss, wo man nicht in irgendein Loch reinfällt, sonst bei einem kleinen Gap, was da irgendwie in dieser Anfängerstrecke doch steht, gibt es leider überall solche Sachen. Das heißt, letzte Variante wäre noch, schaut euch über GoPro-Aufnahmen auf YouTube die Strecken genauer an, damit ihr vorbereitet seid und wisst, was euch erwartet. Und natürlich gibt es so Warnschilder wie hier, Achtung, da kommt ein Drop. Bitte auch beachten und nicht einfach ignorieren. Puh, oh, oh. Mach einfach, ist doch egal. Ich weiß nicht. Der zu Hause, der ist ja so ähnlich, aber da ist irgendwie die Landung. Ah. Also jetzt ganz einfach springen. Okay, ihr merkt schon, der häufige Fehler, der passieren kann als Anfänger, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, dass man versucht, den Erwartungen der Kumpels oder generell von außen zu entsprechen und dann vielleicht unter Gruppendruck Dinge zu machen, die man vielleicht besser nicht machen sollte. Weil Bikeparkfahren ist definitiv eine Risikosportart. Wir fahren hier nicht auf dem Radweg einfach ganz entspannt, sondern man hat ein Sportgerät, man hat Situationen, die sowohl Können voraussetzen, aber auch Gefahren mit sich bringen. Und so ein Drop ist zum Beispiel ein Klassiker. Wenn da jetzt quasi der Kopf zumacht, man kriegt eine Blockade. Und ja, da kann man nicht sagen, ich roll mal und mal gucken. Das ist schon oft schief gegangen. Das heißt, man muss die Bewegung voll drin haben, man muss komplett entschlossen sein. Ich verlinke da mal ein Video, wo die Tipps dafür sind, was muss der Kopf drauf haben, um diese mentale Leistung zu stemmen. Aber man beobachtet es immer wieder, gerade bei Gruppen, wo der Testosteronspiegel hoch ist. Die Kumpels meinen es meistens gut, dass sie sagen, hey, ich habe doch gesehen, du bist zu Hause schon den Drop gesprungen. Der ist genauso, Bremse auf, laufen lassen, du kannst das. Ist oft gut gemeint, kann aber schnell nach hinten losgehen und in Stürzen enden. Deswegen bitte hört nur auf eure innere Stimme und achtet darauf, dass ihr das fahrt, wo ihr euch darauf vorbereitet fühlt, wo ihr ein gutes Gefühl habt. Man kann ein paar Mal anfangen, Speedcheck machen, man kann die Kumpels nach Tipps fragen. Du hast so viel abgezogen oder eher übers Tempo, also was geht. Aber wenn man fünfmal angefahren ist und man merkt, es geht nicht und die Kumpels sagen, komm, mach schon, dann muss man auch mal den Mut haben und sagen, hey, ich lasse sein. Und damit beweist man eigentlich Stärke und nicht Schwäche, wenn man auch mal sagt, nee, lasse ich sein, weil der Drop rennt nicht weg, kann ich beim nächsten Mal machen, wenn ich mich dafür wohlfühle. Hoi! Und Vollgas! Ah, der nächste Fehler, den man vermeiden sollte und unsere Lösung dafür, so typische Flow-Strecken. Hier in Willingen ist Flow-Strecke, Flow-Country und auch ein Teil der Freeride-Strecke. Brechsand, Anliegerkurven, Tables in die Richtung. Da ist es so, dass das Tempo wird darüber bestimmt,
welches Skill-Level du hast. Und als Beginner, Einsteiger ist das Skill-Level, also deine Fähigkeiten, dein Können gar nicht so hoch. Das heißt, man muss sein Tempo an die eigenen Skills anpassen. Was wir häufig beobachten, dass Leute, die vielleicht durch andere Radsport-Sachen wie jetzt normales Mountainbiken im Wald oder vielleicht Trekking, Rennradfahren, an Tempo gewöhnt sind, also mit Geschwindigkeiten sich komfortabel fühlen, in einem Flowtrail sehr schnell werden, obwohl das eigene Fahrkönnen aufgrund der mangelnden Vorerfahrung noch nicht gegeben ist. Und da kann es schnell passieren, dass man zum Beispiel hier an dieser Shark Fin, die dafür gebaut ist, dass man als Könner abzieht und dann da in die nächste Transition reinlandet, dass man die halt irgendwie mitnimmt mit Tempo und auch noch an der Linie, wo man eigentlich springen müsste. Und dann hebelt es das Hinterrad oft so ein bisschen hoch, man wird sehr nose-heavy. Oder man landet halt eh ganz doof im Flat und sehr doof ist, wenn das Vorderrad in der Landung und das Hinterrad da oben ist, dann kann der Dämpfer einen auch nochmal so rausbouncen, also ist alles relativ gefährlich. Deswegen passt bitte eure Geschwindigkeit an euer Fahrlevel an und das gilt auch für Anliegerkurven, dass man da die Linie anpasst. Man kann halt eine bestimmte Linie relativ weit oben oft nur fahren, wenn man das passende Tempo hat und wenn man das halt einfach vom Skill-Level noch nicht hat, dann sollte man eine andere Linie fahren, einfach damit man auf jeden Fall safe ist. Als Anfänger hat man häufig noch nicht das Tempo, dann fährt man etwas weiter unten in die Anlegerkurve. Die eigentliche Linie, die einem so empfohlen wird in Fahrtechnikvideos, ist natürlich weiter oben, aber da braucht man auch das Tempo, damit die Fliehkräfte einen gegen die Anlegerkurve schieben. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr Anfänger, Beginner seid, wenn ihr ganz unten fahrt, da sammelt sich der Brechsand an, da ist sehr lose. Passt da bitte auf, weil da kann man natürlich auch schnell wegrutschen und schaut scannend voraus, wo der Boden fest wirkt und dann findet ihr eure Linie. Also, liebe Leute, einer der typischen Anfängerfehler, der natürlich auch fürs normale Biken in Trails gilt, aber im Bikepark ist halt so wichtig und so auffällig. Viele stehen in so einer Dauerhocke. Das heißt, auch wenn so ein Flowtrail gibt es immer wieder einfache Stellen, wenn es wirklich einfach ist, wo man sich entspannt aufrecht hinstellen könnte, um Kraft zu sparen, hängen viele in so einer Dauerhocke. Wir sagen auch ganz gerne der Klositz, ja? Dann hat man so ein Bild und das geht total in die Oberschenkel. Und es muss keine extrem tiefe Haltung sein, selbst wenn man schon ein bisschen gehockt ist. Das ist viel anstrengender, als wenn man zwischendurch sich mal wieder immer aufrichten würde. Mit geraden Beinen natürlich die Knie nicht einrasten, um die Muskulatur zu entspannen. Das kann man bei Profifahrern, bei guten Fahrern auch immer sehen, dass sie jeden Moment nutzen, um effizient ökonomisch zu fahren. Deswegen achtet da bitte drauf, dass ihr euch immer wieder hinstellt. Jetzt kommt noch der kleine Zusatztipp. Bikepark ist ja doch eine ziemliche andere Belastung, als wir es vom Radfahren sonst gewöhnt sind. Und ich werde dann auch mal gefragt, darf man sich denn hinsetzen? Und ich finde, auf einem Flowtrail, wenn man wirklich sagt, ey, wir haben jetzt schon einen halben Tag gefahren, kann man sich auch zwischendurch immer mal wieder kurz hinsetzen. Achtet bitte dann dabei darauf, dass ihr die Kurbeln waagerecht habt. Weil viele setzen sich hin, nehmen eine Kurbel runter und dann kommt natürlich sehr schnell das Pedal auf. Also wenn ihr euch mal kurz hinsetzen wollt, an einer ganz einfachen Stelle, um Kraft zu sparen, in den Beinen vor allen Dingen, dann achtet auf die waagerechte Kurbelhaltung. Liebe Leute, also es gibt noch einen zweiten Teil. Anfängerfehler, Bikepark, typische Sachen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, welche Sachen euch jetzt noch gefehlt haben, welche eigene Erfahrungen ihr gemacht habt als Bikepark-Einsteiger, vielleicht eine negative Erfahrung mit Sturz oder irgendwas Positives, wo ihr mal berichten könnt. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, aber mich würde es echt freuen, Input von euch zu bekommen für Teil 2. Und generell wisst ihr ja, unten ist so ein Button für Abonnieren und mit Glocke und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr dabei bleiben wollt, würden wir uns mega freuen, weil das durch unsere Arbeit unterstützt. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Genießt die Saison und bleibt dabei. Bis dann. Marc Brodesser, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It's day two of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodesser ist bei uns. Herzlich willkommen.